Hallo und herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum zweiten Vlog von mir. Erneut aus meiner Bude nach dem Umzug. So, mein iPod meldet mir gerade, dass mein Batterieladezustand fast hier erschöpft ist. Also ein bisschen blöd. Habe nämlich mein Aufladekabel vergessen. Naja, wie dem auch sei, viel hat sich nicht verändert seit dem letzten Vlog, seit gestern. Abgesehen von dem Bett, das haben wir jetzt aufgebaut und da habe ich jetzt auch schon eine Nacht drin geschlafen. Funktioniert super, also es ist ein super gutes Bett. Und ich habe auch super gut geschlafen und auch super lange. Es ist jetzt 1 Uhr, wir haben gerade gefrühstückt, so einen halben Kuchen. Es gibt ja diese komischen, ich weiß nicht, ob man die kennt, so verpackte Kuchen, die ungefähr 5 Milliarden Kalorien haben. Da hat jeder jetzt eine Hälfte gegessen. Also der war eigentlich ziemlich lecker, ey. Aber so ein Frühstück hat er auch schon, glaube ich, noch nie gehabt. Kaum ziehe ich hier um, fresse ich nur irgendeinen Fraß. Aber gut, das wird sich wohl so schnell auch mal nicht ändern. Man ist es ja nicht gewohnt, irgendwie alles selbst kaufen zu gehen. Also normalerweise bin ich nicht selbst kaufen gegangen, zumindest nicht mein Frühstück. Naja, wie dem auch sei, trotzdem gut gefrühstückt und gut geschlafen ebenfalls. Ist jetzt, ja, ich würde jetzt sagen, ich bin noch ein bisschen so, wie nennt man das? Also ich bin noch ein bisschen müde. Es ist zwar 1 Uhr, bin aber trotzdem relativ gerade aufgestanden. Naja, ist ja auch ein Zeichen dafür, dass ich hier gut pennen kann in meiner neuen Bude. Ja, sonst hat sich hier nichts verändert. Wie gesagt, nur das Bett. Und ich habe trotzdem gedacht, ich mache mal wieder einen Vlog, habe momentan sowieso nichts zu tun. Wir haben nämlich immer noch kein Internet und ich gehe jetzt mal weg hier und filme was anderes. Mein Schreibtisch, wie gestern, fuck, mein Laptop wurde geklaut. Nee, wurde natürlich nicht, der steht in der Küche. Wo war ich jetzt? Jetzt habe ich mich selbst rausgebracht mit dem Blödsinn hier. Scheiße. Ich habe den Faden verloren. Achso, ja, wir haben nichts zu tun. Internet haben wir natürlich auch noch keins. Wahrscheinlich werdet ihr dieses Video sogar schon sehen, bevor ich hier Internet habe in dieser schönen Wohnung, weil ich morgen wieder nach Hause fahre, zwar nur für einen Tag, aber egal. Und lade es dann da hoch. Und ja, deswegen haben wir jetzt kein Internet und damit nichts zu tun. PC hat nämlich auch keiner einen dabei. Xbox nicht. Wir wissen gar nicht, was wir machen sollen, weil wir kennen es hier auch nicht aus. Und momentan ist auch nicht so super Wetter. Es regnet, ja, fängt alle jede halbe Stunde an zu regnen. Es ist nicht so super. Wir fahren später wahrscheinlich nochmal noch eine Runde in die Stadt und checken da mal die Rhetorik ab, beziehungsweise checken mal aus, wo was ist. Und jetzt, was wir bis dahin machen, weiß ich nicht. Vielleicht gucken wir noch Filme hier. Ich habe nämlich ein paar Filme mitgebracht. Dark Knight ist noch dabei. Hangover. Aha, gut. Ich wusste selbst gar nicht, was ich eingepackt habe. Das war mehr so spontan. Naja. Gut, wir gucken jetzt mal, wie wir das Fight rumkriegen. Deswegen mache ich jetzt auch mal einen Vlog, der auch ein bisschen länger werden soll wie der letzte, auch wenn ich jetzt schon gar nicht mehr weiß, was ich sagen soll. Ich weiß, das sagt Alex auch immer und macht dann trotzdem eine halbe Stunde Video. Aber Alex füllt seine Videos auch immer mit irgendeinem Bullshit. So, ich filme jetzt erstmal nur hier die weiße Wand. Nee, okay, ich lasse es. Ja, weiß auch nicht, warum jetzt mache ich hier Vlogs und da, die werden erstmal nur scheiße. Ja, also da kommt noch einiges rein in dieses Zimmer. Okay, das ist gelogen, so viel kommt gar nicht mehr rein, aber es verändert sich trotzdem was. Möglicherweise noch ein kleines Regal oder so. Der Tisch hier, der kommt da hinten hin und da kommt dann so ein Ecktisch hin und da wird dann auch der PC draufgestellt. Xbox kommt noch rein. Mein Fernseher hat dann noch ganz schön viele Spiele. Irgendwie muss ich die auch irgendwann mal noch, ich glaube, da muss ich viermal fahren, um meine ganzen Spiele hier rüber zu bringen. Okay, das ist gelogen, einmal recht dicke. Aber egal. So, ich würde euch jetzt ja gern mal meinen Schrank zeigen, also rein, aber das lohnt sich gar nichts, da ist nämlich noch nichts drin. Ich glaube, ich habe irgendwie drei T-Shirts dabei und noch ein bisschen was. Den Blick aus meinem Fenster zeige ich nicht. Wenn ihr den sehen wollt, dann habt ihr Pech, den zeige ich nämlich nicht. Warum auch immer, ist egal, zeige ich auf jeden Fall nicht. Ist jetzt auch nichts Besonderes, also nicht, dass ihr jetzt hier irgendwas verpassen würdet oder so. Aber wer schaut schon aus seinem Fenster raus? Ich habe, glaube ich, noch nie aus meinem Fenster zu Hause. Na, okay, das ist gelogen. Ich habe manchmal rausgeguckt, aber nur extrem selten. So, da ich nur noch Bullshit laber, würde ich sagen, höre ich jetzt an dieser Stelle doch mal auf. Na, ein bisschen länger wie der letzte Vlog wurde, dieser hier. Auch wenn ich diesmal viel mehr Müll gelabert habe wie letztes Mal. Ihr könnt mir auch gerne mal ein paar Themen in die Kommentare schreiben, über die ich reden soll in den Vlogs. Ich habe mir eben ein paar rausgesucht während dem Frühstück. Deswegen steht mein Laptop auch in der Küche, weil ich ja, mir Themen für Vlogs aufgeschrieben habe. Habe ich eben am Laptop dann
im Editor, weil ich noch kein Word drauf habe, habe ich die im Editor mal zusammengeschrieben. Allerdings hier jetzt noch nichts davon benutzt, weil ich sie alle wieder vergessen habe innerhalb dieser 10 Minuten. Also wie gesagt, schreibt mir mal Kommentare. Ja, schreibt mir Kommentare unter das Video und Themen, über die ich in meinen Vlogs talken soll. Dann können wir das mal machen und dann, jo, ne, ist das alles einwandfrei. Ansonsten habe ich jetzt auch wirklich nichts mehr zu sagen, habe genug gelabert. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Meine Lampe ist dann auch wieder dabei. Bis dahin, tschüss.